Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen, meine Herren, was haben wir im Vorfeld der Debatten um den neuen Krankenhausplan nicht alles zu hören bekommen? Da war zunächst die Rede von der Trendwende bei der Krankenhausfinanzierung. Das schenken wir uns hier heute. Gar nichts haben Sie gewendet. Die zweite Legende, zum ersten Mal würden wieder Krankenhausbetten aufgebaut. Diese Hochstapelei erledigt sich durch einen einfachen Blick in den alten Krankenhausplan. Bereits damals wurde der Bettenabbau gestoppt. Bereits damals wurde in Disziplinen wie in der Altersmedizin und in der Neurologie ein neuer Bettenbedarf definiert. Das soll des Krankenhausplans von 2006 lag bei 20.282 Betten. Das ist 2010 waren 20.917 Betten und für 2015 sollten es 21.500 Betten werden. Redezeit zu Ende kann ich sein. Legende 3, ich bin der erste Senator, der Qualitätsvorgaben in den Krankenhausplan schreibt, mit großem Brimborium angekündigt. Der ganz große Wurf in Sachen Qualität, so eine Art Befreiungsschlag für einen angeschlagenen Senator. Und deshalb schauen wir uns das in diesem Krankenhausplan nun mal gemeinsam genauer an und gehen zunächst alle zusammen auf die Seite 25. Da werden die qualitätssichernden Anforderungen an eine medizinische Fachabteilung neu definiert. Bisher hieß es eher unverbindlich, dass die pflegerische und ärztliche Ausstattung angemessen zu sein hat. Zumindest konnte man da noch diskutieren, was denn angemessen ist. Im neuen Krankenhausplan definieren Sie das Wort angemessen auf dem niedrigstmöglichen Niveau. Lesen Sie den betreffenden Abschnitt auf Seite 25 ruhig zweimal. Ich habe es auch getan. Für eine Fachabteilung soll zukünftig gelten, dass zwei Fachärzte als Vollkräfte ausreichen, um den qualitätssichernden Anforderungen des Plans Genüge zu tun. Und die Leitung der Abteilung schließen Sie bei dieser Berechnung auch noch gleich mit ein. Dass der Chefarzt einer Abteilung gleichzeitig auch Facharzt seiner Fachrichtung ist, ist eigentlich selbstverständlich. Und dass ein Vertreter, der Oberarzt, ebenfalls Facharzt sein muss, ist genauso selbstverständlich. Es war Vorgabe des alten Krankenhausplans, dass der Facharztstandard jederzeit sicherzustellen ist. Wie Sie das aber mit diesen beiden Fachkräften in der Abteilung über 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag gewährleisten wollen, bleibt Ihr Geheimnis. Sie fallen mit solchen Vorgaben zur Mindestausstattung in Ihrem Krankenhausplan weit hinter das zurück, was die Berliner Kliniken für sich bereits als Standards definiert haben. Ist das niemandem von Ihnen aufgefallen, meine Damen und Herren von der CDU? Oder winken Sie alles aus dem Hause Chaya nur noch resigniert durch? Ich kann Sie ja gerne mal besuchen, wenn Sie auf einer solchen Station behandelt werden, wo im Hintergrund Chefarzt und Oberarzt auf dem Zahnfleisch laufen, weil Sie jede zweite Nacht im Wechsel den Facharztstandard gewährleisten müssen. Sie sind selber dafür verantwortlich. Sie haben es Ihren Senator so in den Krankenhausplan schreiben lassen. Mit Qualitätssicherung hat das nicht das Geringste zu tun. Mit Dilettantismus allerdings sehr viel, und das ist gar nicht so lustig, wie es jetzt klingt. Das Preissystem der Fallpauschalen zwingt die Krankenhäuser, ihre Leistungen so billig wie möglich anzubieten. Die einzig wirkliche Stellschraube, das haben wir schon etliche Male erklärt, sind dabei nun die Personalkosten. Und deshalb sind solche schludrigen Vorgaben so gefährlich, weil sie einer dequalifizierenden Personalpolitik krankenhausplanerisch auch noch die Tür öffnen. Gehen wir auf die nächste Seite. Seite 26, da geht es dann richtig energisch zur Sache. Zur personellen Mindestausstattung auf den Stationen formulieren Sie da jung von kühn und wild entschlossen, auf Intensivstationen möge man sich möglichst an Empfehlungen der Fachgesellschaften halten, eine Pflegekraft für zwei Patienten vorzuhalten. So steht es da wortwörtlich, sich möglichst an die Empfehlungen zu halten. Dafür sind die Beschäftigten der Charité ganz bestimmt nicht aus dem Streik gekommen. Verbindliche Personalvorgaben im Interesse der Patienten sehen anders aus, politischer Handlungswille auch. Und dann kommt noch eins drauf. Im gleichen Absatz, im dritten Spiegelstrich, schreiben Sie, der Anteil an qualifizierten Intensivpflegekräften im Pflegeteam einer Intensiveinheit soll mindestens 30% betragen. Richtig gelesen beinhaltet der Satz nichts anderes, als dass zukünftig nur noch 30% der Beschäftigten auf einer Intensivstation Fachkräfte sein müssen. 70% der Beschäftigten müssen es offenbar nicht. Nimmt man diese Personalvorgabe ernst und rechnet das durch, dann hat man auf einer 10-Betten-Station pro Schicht nicht einmal zwei Vollkräfte Fachpersonal zur Verfügung.
Der Anteil der Fachkräfte auf einer Intensivstation in den Berliner Krankenhäusern ist heute schon viel höher. Sollen die nun von diesem Standard runter? Und Sie verkünden diesen Unsinn dann auch noch per Pressemitteilung eitel selbstgerecht. Das kostet die Häuser zwar Geld, aber wörtlich, das können wir uns leisten. Wer ist da eigentlich wir? Sie tragen doch keinen Cent dazu bei. Sie geben den Häusern doch keinen Pfennig dafür, dass sie mehr qualifiziertes Personal einstellen. Im Gegenteil, wir haben doch gerade nachgewiesen, dass sie die Dequalifizierung forcieren. Und die Berliner Krankenhausgesellschaft hat es Ihnen doch auch zu diesem Krankenhausplan immer wieder aufs Neue erklärt. Sie zwingen die Häuser durch die unzureichenden Investitionstätigkeiten des Senats, ihre Baustellen durch den Abbau von Personalstellen zu finanzieren. Und dann stellen Sie sich hin und erklären für die Häuser, das können wir uns leisten. Der alte Plan hat auf Seite 16 formuliert, man habe für Rahmenbedingungen zu sorgen, in denen sich eine Qualitätskultur entwickeln kann, in der sich ethische Aspekte ärztlichen und pflegerischen Handelns nicht wirtschaftlichen Zwängen unterzuordnen haben. Sie erreichen das Gegenteil und haben diese Passage wohlweislich aus Ihrem neuen Krankenhausplan rausgeworfen. Auf Seite 69 geht der Zinnober weiter. Lyrik über geriatrische Versorgung. Da fehlt mir die Zeit, hier im Einzelnen darauf einzugehen. Alles unverbindlich. Auch da, man möge sich an Empfehlungen halten, machen wir im Ausschuss. Aber auch da altern Chef und Oberarzt täglich wechselseitig im Hintergrunddienst aufgrund ihrer Personalvorgaben vorzeitig. Dazu kommt noch ein weiterer Ausflug in die Gefilde der Unverbindlichkeit. Der Herr Chefarzt soll als Qualitätsmerkmal über eine Weiterbildungsermächtigung verfügen. Verflixt nochmal, das ist im Leben einer Klinik Voraussetzung für die Besetzung eines Chefarztpostens. Sonst bekommen Sie nämlich keine Assistenzärzte zur Weiterbildung, weil denen die Tätigkeit bei Ihnen nicht anerkannt wird. Außerdem, und das nur am Rande, heißt das schon seit vielen Jahren nicht mehr Weiterbildungsermächtigung, sondern Weiterbildungsbefugnis. Noch so ein kleiner Beweis dafür, wie sehr Sie als verantwortlicher Senator hier fachpolitisch aus dem Mustopf steigen. Ebenso im Kapitel Hygiene, die Krankenhausleitungen haben sicherzustellen. Aber dann nehmen Sie ihnen nicht das Geld weg, das Sie dafür brauchen. Ein Hygienebeauftragter im Krankenhaus, schön und gut, aber der löst doch nicht das Problem. Der steht doch nicht zur Pflege am Bett. Da brauchen Sie entsprechend mehr Personal an den Betten beim Patienten, um die Hygienepläne durchzusetzen. Aber dann müssen Sie es bitte schön auch finanzieren. Es bleibt sonst bei Ihrer politischen Zechprellerei. Bestellen, aber nicht bezahlen. Um 40 Millionen Euro aus den SIVA-Mitteln zu bekommen, hat Vivantes zum Beispiel 34 Millionen Euro Eigenmittel aufbringen müssen. Aber diese Eigenmittel, das sind genau die Gelder, die fehlen, wenn es darauf ankommt, ausreichend Personal am Krankenbett zur Verfügung zu stellen. Kapitel Notfallversorgung. Die großartigen angeblichen Neuerungen Ihres Krankenhausplans finden Sie alle schon auf Seite 51 des alten Krankenhausplans. Auch darüber können wir im Ausschuss weiter diskutieren. Das Einzige, was an diesem Krankenhausplan neu und bemerkenswert ist, ist die Dreistigkeit, mit der Sie hier einem Parteifreund einen Gefälligkeitsdienst leisten und ihm endlich die lang gewünschte geriatrische Solitärklinik vor die Haustüre stellen. Er habe seinen Senator eben gut im Griff, wird der entsprechende Kollege in Ärztekreisen zitiert. Welcher Teufel hat Sie geritten gegen die Empfehlungen sämtlicher geriatrischer Fachgesellschaften, gegen das eindeutige Votum der Krankenkassen und gegen die Kriterien Ihres eigenen Krankenhausplans, ein noch neu zu errichtendes sogenanntes Deutsches Geriatriezentrum in Marzahn-Hellersdorf in den Plan aufzunehmen? Wir brauchen altersmedizinische Betten in den Akutkliniken mit der Infrastruktur und der Logistik und dem Fachwissen multidisziplinärer Betreuung. Ihr eigener Krankenhausplan formuliert, solche solitären Einrichtungen mit nur einer Fachrichtung Altersmedizin sind obsolet. Allenfalls die bestehenden haben noch Bestandsschutz. Und Sie schaffen jetzt sowas neu. Dabei gibt es in der Umgebung mit Vivantes, mit den Sana-Kliniken, mit dem Krankenhaus Elisabeth Herzberge kompetente Akutkliniken, in denen ohne Probleme und weitaus günstiger entsprechende Betten für die Altersmedizin zusätzlich geschaffen werden können. Angesichts einer solchen Geriatrievorstellung habe ich mir auf dem 65. Geburtstag auf die Brust tätowieren lassen, bitte nicht in die Geriatrie. Meine Damen und Herren, die Berliner Krankenkassen haben diesem Krankenhausplan ihre Zustimmung verweigert, nicht zuletzt wegen dieses Deals. Darüber wird noch zu reden sein. Sie können jetzt nicht mehr sagen,
Sie hätten davon nichts gewusst. Vielen Dank.